Ist nicht wahr. Doch, naja, nicht ganz vielleicht. Und vor allem habe ich immer noch nicht Rikis nächsten Talentbaum freigeschaltet. Das ist das, was ich fast doch am meisten nervt, weil das wollte ich auch noch machen eigentlich. Dann haben wir angefangen heute. Das ist ein neues Kampf-Battle-Theme. Ein bisschen komisch, jetzt nicht, aber ich... Ich hatte ja gedacht, es gibt ein neues. Aber das ist es, glaube ich, gerade nicht wirklich. Das war ein ganz anderes, das ist komisch. Nein, das habe ich nicht gemeint beim letzten Mal. Hey. Erd-Ether-Station. Aha, geklaut. Ich geh mal da rein, weil da sind ganz viele Mecker und die mache ich alle kalt. Und das ist ein Elder, edler Retaro. Oh, Retaro, po. Hi. Oh, Level 1. Oha. Wir haben hohen Level, sehe ich gerade. Das ist das neue Theme. Oh yeah, oh yeah. Warte. Ohne die Schnauze jetzt, pass auf. Hi-ja. Ah, fast keine Beschwerde, das gibt's doch gar nicht. Nee, warte. Ach so, das Battle-Team wurde gerade vom Boss-Battle-Team überschrieben. Verdammt. Mist. Ich krieg's einfach nicht zustande gerade. Fies. Ah, mein Leben. Mann. So, Della, meine dunklen Lauchseelenräuber. Ich musste mal modeln gehen und denke, sie wird verstehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und am Montag ihr wacht. Heute ist nicht alle Tage, ich bin wieder keine Tage. Bis zum nächsten Mal, vielleicht gar nicht, dass du da warst. Viel Spaß beim Rummodeln. Du kleines Model, du. Und komm gut in den Wochenanfang rein. Ist ja mal nicht so leicht, ne? Wissen wir ja. Oh, Oh nein, ich muss kurz warten, bis sie alle wieder aufgestanden sind. Scheiße. Oder ich kann jetzt. Ich kann sie aufheben, komm. Aufheben. Das ist ein Lurken. Ja doch, ich würde auch sagen, das ist ein Lurken. Was denn sonst, Scooby? Ah, meine Lieben. Ach, wo sind sie wieder? Unentschlossener Boss hier. Hüt. Ja. Keine Panik an, dann nehmen wir gleich Anarbeitigkeit. Siehste? Alles kein Problem aus. Shantik. Ist ein Risiko gerade, aber ich mach's trotzdem. Zu großes Risiko offenbar, weil es dumm. Ich habe gerade nichts, was ich Gutes machen kann. Außer Ricky. Mach ich eher den hier, dann mache ich eher das hier. Wenn da natürlich, ich mache jetzt mal den, komm, sicherer. Auf meinen Balken zurück. Falls er es auch dann, wenn es sterben sollte. Hätte dann man ja auch eigentlich heilen können, habe ich nicht getan. Der war stolz. Ach, guck mal. Weg ist er. Easy. Tausend Kisten. Sternenstiefel. Der Level war gerade 53, richtig? Könnte also was Neues, Gutes für mich sein. Oh, viele Sachen. Viele Sachen hier. War aber leichter als gedacht. Ich meine, es waren viele 53er. Ich bin noch nicht mehr ganz 53. Plus eben Bossgegner. Völlig in Ordnung. Ah, die Kunstfeder. Ah, für Kolonie 6 haben wir Kunstfedern. Gut zu wissen. Danke, Ricky. Was wollte ich gerade genau? Was habe ich bekommen? Sternenschmuck. Rüstungszeug. Bei Schutt wäre es okay. Bei Dunban eher nee. Weil zu schwer. Aber Schuhe waren es, die ich mir angucken wollte, siehst du, genau, aber auch das muss nicht unbedingt sein. Na gut, okay. Ich meine, es ist schon besser, auch im Gesamtwert besser letztendlich, keine Frage. Aber dann noch lieber gleich volle Pulle, beide Werte höher haben. Ich kann mich gedulden, ich habe ja jetzt nicht so die Probleme im Kampf, daher was soll's. 1-2 Risiko and Win. Was? Ist hier noch ein Boss drin, zufälligerweise? Ne, hier nicht. Vielleicht doch. Naja,
Erstversorgungstyp. Ich meine, es ist auch keiner, der wie glitzert aussieht oder sowas. Nee, passt. Oh, ich lasse dich leben. Nett von mir, oder? Hat keinen großen Sinn für mich. Tut mir ja leid. Seid ihr mir nicht wert? Bist du einer von der Sorte? Nein, auch nicht. Aber hier bestimmt wieder welche. Heia! Pow! Oh yeah! Nicht hier Boss reinholen, wir wollen hier schön das neue Battlefield genießen. Ist zu leise, es wird lauter sein. Das ist so geil, aber man hört es kaum. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz das, oder? Ich nehme jetzt gerade den Double Bass Einsatz. Ich glaube, es ist ein anderer. Das ist nicht der Mekon Battle Death Ding. Das ist halt so eine Abwandlung des einigen Battle Teams. Das andere war deutlich anders. Wobei. Da, doch, ist es, ist es. Da war gerade die Double Bass, aber sehr leise zu hören. Mag aber mein Kopfhörer liegen, dass da die Frequenz nicht ganz betont wird. Weil es halt, je nachdem, wo man es hört, ist es besser oder schlechter daraus zu hören, leider. Das ist eine sehr mixabhängige Sache. Doch, jetzt habe ich die durchgeballert. Doch, doch. Double Bass. Sehr, sehr metaliger Song. Sehr geil. Am besten hört man den sowieso nochmal separat auf YouTube oder sowas, oder generell den Soundtrack von Skinner Bedeck mal auch sich irgendwie kaufen und laden. Das ist mega. Gibt nicht viele Soundtracks von Videospielen, die ich so gut finde, dass ich tatsächlich auch mal privat hört oder höre oder hörte. Aber Xenobed gehört dazu. So, super geiles Battle-Theme, ehrlich. Durchballern. Mega. Leider, wie gesagt, kommt es im Spiel selbst nicht unbedingt zur Geltung, je nachdem, was man da für eine Anlage hat. Aber ich meine, auf der Wii damals habe ich es gar nicht gehört, dass ein Double Bass drin ist. Und ich weiß auch nicht, es kann sein, dass im Remaster quasi ein wenig neu arrangiert wurde. Das ist deswegen deutlicher zu hören, dass ich weiß ja nicht genau. Ich glaube aber eigentlich nicht. Also ich glaube ja, dass das Double Bass vorher auch schon da war, aber ich hatte damals ja Xenoblade auf meinem alten Röhrenfernseher 4:3 Format gespielt. Und der hatte halt keine externen Soundbox, nix, aber nur richtigen schlechten Onboard-Sound. Dass man dann da keinen Double Bass hört, wenn sich auch wirklich hervorhebend gemischt wurde, ist völlig klar. Obwohl er da. Und auf der Switch habe ich es dann aber rausgehört. Als ich gespielt hat auf der Switch zum ersten Mal, also im Handheld-Modus wohl gemerkt. Da kam es ja, aber warst du auf dem Kopfhörer mit in ihr? Kann auch sein. Weil die sind ja auch für sowas eigentlich prädestiniert, sowas rauszuhören, weil in ihr ist halt immer meistens relativ basslastig. Weil der Bass ja besser ins Ohr geht. Als wenn man so eine Ohrmuscheldinger drauf hat. Aber ich weiß es gar nicht genau. Ja, Kampfgeräusch ist auch richtig. Was mir auf die Idee bringt, mal kurz in die. Hier nicht. Systemeinstellungen zu gehen. Hm. Aber es ist schon deutlich lauter als die Stimmen, ne? Krass. Na hier, guck mal hier. Arrangiert. Also offenbar ist doch was neu gemacht worden. Ich bin sicher, die Songs sind die gleichen geblieben. Die wurden höchstens ein bisschen neu abgemischt für das Remaster. Ich glaube nicht, dass die neu komplett gemacht wurden. Das glaube ich echt nicht. Dafür klingt es doch alles noch zu ähnlich. Also quasi, warum sollte man 1:1 Covers eigenen Songs machen für den Remaster? Das hört eh kein Schwein raus. Aber neu mastern das Ganze oder neu abmischen ist eine andere Geschichte, wenn das Material noch vorhanden sein sollte, was eigentlich der Fall sein dürfte, bin ich der Meinung. Wenn ich selbst Songs abmische, dann weiß ich auch mal, ich habe keine Ahnung, noch meine Songs von vor vielen Jahren in Cubase hier auf dem PC zu liegen, kann da mal doch zugreifen. Mache ich zwar nicht, weil uralt und klingt eh nicht mehr gut, keine Ahnung was und auch keine geilen Aufnahmen und so weiter, aber ich könnte es, wenn ich wollte. Und ich denke mal, bei so Großproduktionen wird sowas immer irgendwie offen gehalten. Ich wäre dumm, wenn man es nicht tun würde. Eben weil man mit sowas wie, keine Ahnung, Remaster auch wahrscheinlich rechnet einfach oder rechnen muss. Ich meine, das ist ja auch bei generell Remaster-Spielen so, dass man dann die Assets noch irgendwie hat, dass man das remastern kann und die ganzen Sachen.
gibt seltene Fälle, wie zum Beispiel Final Fantasy 8, wo sowas irgendwie verloren wurde. Wo es ein bisschen schwieriger ist, das Ganze herzustellen wieder, oder war. Aber keine Ahnung, was da Square Enix verkackt hat damals. Ich laufe hier einfach lang, ist mir egal, der Kampf. Aha. Kolben-Schalttafel-Dings. Nicht aktiv, natürlich nicht. Kann ich denn. Achso, da war noch ein Abzeiger. Hab ich gesehen. Selbstzerstörung. Geht nicht. Komme ich da rein? Ich glaube nicht. Nee, ist ein Schutzschild davor. Ich muss doch da den Weg nehmen. Ah! Kein Sound gerade gehabt, aber vielen Dank, Don Fakos Arnoldos. Ist das dein zweiter Account? Habe ich auch nie gelesen. Oder konntest du es selbst nochmal eintragen? Dankeschön. Wieso war das Sound gar nicht zu hören? Komisch. Ich weiß, es ist die Switch-Einstellung gerade nicht, die normale Stream-Einstellung. Warte ganz kurz, Sound zu der Bahn. Und hier ist auch alles drin. Hätte eigentlich abgespielt werden müssen, der Sound. Oder die Benachrichtigung zumindest. Aber Dankeschön, ja, Dankeschön. Und dann nochmal gute Nacht für dich, Fake Arnold. Mensch, 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 Mensch. Sachen gibt es hier auf dem späten Abend. Oh, ich hab noch nicht rein, was? Dammit. Aber ich kann diesen Weg nehmen, wie es aussieht. Oh, wie doof. Bloß nicht runterfallen. Lustigerweise ist dieses Ätherzeug ja doch sehr ähnlich wie im Lebens... ähnlich des Lebensstroms in Final Fantasy 7, ne? Obwohl ich natürlich thematisch mit dann nichts zu tun habe, nicht wirklich. Aber außer, dass es halt beides unglaublich geile Rollenspiele und zu den besten Rollenspielen der Welt gehörende Rollenspiele sind, haben sie nicht viel gemeinsam. Aber doch faszinierend dann so eine Dinge. Muss ich nochmal erwähnt haben nebenbei. Also vielleicht in dem geradeaus so viel rennen müsst, das ist doch unglaublich. Komm mal auf. Sequenz, Sequenz, oh, Story, geil. Zum Ende nochmal, voll gut. Where are we? Looks like the control room for an ether blast furnace. There, look at that. Hmm. So this is what supplies the Mekon with ether energy. Shulk, what's that? Oh, looks like fun! Ricky want to ride! We didn't come here to mess about, Furball. Time to bounce on. Hold on. If we can stop that piston, we might be able to shut down the blast furnace. Guter Mann, Ark. Guter Mann. Nice idea. Cut off the Mekon's ether supply. Ricky say we try! Yeah, but how are we supposed to stop something that massive? If we can stop the turbines driving the piston, it should work. And the turbines should be nearby. Right. Let's search for them. Samira hat verloren, oh nein! Fest. Fest. Und gewonnen. Okay, alles wieder gut. Ey, wie einfach das bei dir ist, ne? Verlieren noch mehr nach dem Verlieren, das ist unglaublich. Das ist nicht. Ah! Das ist nicht nett. Monados Power aktivieren! Okay, ich sollte mein Level doch hier ein bisschen runtersetzen, weil ich bin ja stark genug und ich will ein bisschen XP haben hier. Ja. So, diesen maximal auf 53, dann gehe ich mal auf 48 runter, würde ich sagen, oder? Oh. Ich bin ja wirklich in der Story, guys, sollte ruhig ein bisschen. Das ist völlig in Ordnung. So. Und Schala vor allem auch. Hier komm. Das ist viel zu hoch. Du kriegst keine passive XP mehr. Was soll denn das? So. Läuft. Jetzt geht Queen auch nur noch. Das ist ja unglaublich. Was ist hier bloß los? Ah, und verloren.
Mensch, ihr könnt doch nicht genug kriegen von dem ganzen Gegamble, ne? Unglaublich. Die kriegen den Hals nicht voll, die Leute. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Ah ja. Hallo. Ah, Bossgegner. Aber gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. Nur 52. Hätte ich auch noch einen runtergehen können, eigentlich. War das geahnt? Hallo? Dreh dich weg von mir, du Tier. Sehr gut. Machst du echt gut, Samira. Hin und her, hin und her. Geld verdienen, das ist nicht schwer. Wenn nicht mit ihrem Chat, wie es aussieht. Wer ist hier sauer? Oh, du bist dann, Ben. Ach so, du bist dann, Ben. Hab mich schon gefragt, wer das sein mag. So. Oh, jetzt gewinnt sie ja wieder hier. Jetzt geht's los. Verdammt, der ist zu umgedreht. Ach, scheiße. Der wäre im Rücken zu mir gerade. Nicht ganz so praktisch. Auch jetzt schönes. Pau, pau, pau. Ja. Und noch mehr. Oh ja. Check runter ist cool. Mama, Mama. Oh, oder wie bei Aktien geht es am Ende doch nach oben. Nee, nicht Aktien, das ist eher ein Aktienfonds, was du meinst, denke ich. Oh, das war zu schnell für mich gerade. Das meine ich, wie du ein bisschen früher reagieren muss eigentlich, wissen wir ja. Ich bin ja leicht Verzögerung hier mit dem Capture-Karten gedöhnt. Kommt noch die Aktie an. Ja, gut. Ist natürlich nicht falsch, die Aussage. Crash-Pow! So, wir machen noch einen von der Sorte hier. Feuer! Ich will einen XXP haben durch Chain Attack Kill. Pow! Gar nicht mal so viel XP, aber egal. Also kaum ist Fake noch draußen, kommen die nächsten und machen die ganze Gegamble-Zeug. Schlingenschläger, aber ich habe ich schon ein paar Mal. Aber ich sammle gerade gut Harmonie-Münzen, muss ich sagen. Voll awesome. Ach, Samira. Übertreib's nicht. Mit der Gier. Denn die Gier ist nur der Anfang. Denn Gier lässt sie aus der Haut fahren. Gier, sie riechen das Blut in den Adern. Gier, sie stehen hinter dir. Dead Island Song, ne, liebe Leute. Dead Island, wo kaum noch Menschen sind. Oh, jetzt geht's echt los bei Samira. Pechsträhne. Und mir einfällt, ich wollte eigentlich mal einen Song zu Dead Island 2 machen. So, quasi passgenau zum 1. Habe ich auch nie geschafft, leider. Vielleicht kommt es aber irgendwann, ich weiß es nicht. Ich weiß, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Jetzt, wo es eigentlich durch ist, der Let's Play? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht dahinter hin. Wie komme ich da ran? Ah, ich habe noch ein paar Ebenen vor mir, wie es aussieht. Ein paar Ebenen, nicht nur ein oder zwei. Okay. Abwärts, abwärts. Jetzt geht's abwärts. Abwärts nehmen. Ah, wie ging das? Zu ähnlich. Jetzt geht's ab hier. Donald und Goofy, alle sind bei dir. Yeah, und Nausen ist. Bisschen anders, aber hey, was soll's. Hätte ich hier nicht auch runterspringen können vor dem Temperat zu ein? Oder ist da. Oder kann ich jetzt nicht runterspringen? Das müsste ich eigentlich überleben von der Höhe. Ja, bloß. Oh, jetzt gewinnst du wieder. Meine Fresse, Leute. Ihr in eurer Gewinnspielsucht. Ist ja schlimm. Ich glaube, ich muss sowieso runter. Oh. Nice one. Ups. We did it. Runterspringen irgendwie. This should prevent them from mobilizing any large Mekon squads for now. Hopefully, we've improved the Allied forces' chances. Hold steady, my brother. Ah.
Hier, hier. Runterspringen. It looks like the door's been unlocked. Nice. Let's get down to the blast furnace. Nice. If we're lucky, Fiora might be down there. Na, ob das so einfach sein wird, ich glaube nicht. Ja, springen wir. Ich könnte echt springen, ich wäre direkt da, aber ich habe ja gerade was geöffnet. Komm ich da jetzt ran? Nee, ne? Immer noch nicht. Da komme ich auch noch nicht ran. Ach, immer noch alles voller Schutzschildscheiben. Ich verstehe es gar nicht. Zack. Ah, ich glaube, der Beste ist, du musst noch einiges schaffen, Samira. Das ist noch vorne hinten nicht recht genug bei dir. Oh, da lang also. Das kann ich jetzt hier nicht sicher sagen. Achso, auf. Hallo, lass mich durch. Ignoriere ich. Weil ich einfach Sachen machen will, bevor ich heute den Feierabend gehe. Deswegen muss ich Klickgeräusche gerade, die Musik ist ja sehr merkwürdig. Voll nicht aufgefallen. Also mal. Doch nicht, ich wollte gerade sagen, da in dem Ether schneller Masel unten sind Sammelpunkte, aber. Ah. Aber es täuscht nur, weil es so komisch grünlich ist. Irgendwas von euch bekämpfenswert? Sieht nicht so aus. Ja, wenn ich gar nichts bekämpfe, dann naja. Wenn ich auch kein Level steigern, wenn ich mein Level runtersetze, dann ist auch klar. Egal, erstmal rauf hier und hinter das Tor gehen. Euch mach ich kalt, komm. Euch mach ich kalt jetzt. Macht voll wenig Schaden, natürlich, so viel extra Schaden für Mekron machen soll. Oh, mein Leben. Das war knapp gerade. Fast drauf, wir haben uns keinen Block zum Heilen gehabt. Zum Wiederbeleben. Immer noch knapp gerade. Oh, ja, da ist er, okay. Jetzt kann ich wiederbelebt werden. Ich hätte jetzt losgehen können gerade. Zack. Ui, eine güldene Truhe. Feini, feini. Alles gammelt, Leute. Ehrlich, es ist doch nicht normal. Nicht normal ist dies. Aua, 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 aua. Ich habe Schmerzen, lasst mich. Ja. Aua. Ist das ein Kick? Nice one. Und das. Und dies. Sterbi. Ja. Rückergriff in die Schnauze und trotzdem Musik. Voll gut. Ja, ist richtig. Kann fix halt losgehen. Das ist Glücksspiel, liebe Leute. Hier ist was Rotes. Was ich gerade gar nicht brauche. Hab schon mal eine primitive Quest quasi gesammelt. Das ist so nett. Was mich überrascht. Ich bin der Meinung, ich kann auch später nicht mehr hierher zurück. Wenn ich mit diesem Teil des Gebiets durch bin, glaube ich, komme ich nicht mehr nach Galahad Fortress. Was heißt, dass hier, wenn es ein Quest-Item war, wonach es ganz stark aussah, ist das eine Missable-Quest. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier sowas gab. Also hier in der Fortress selbst. Aber es scheint so. Da. Alles durch, alles durch. Melias, Matai, mach die hier machen. Na, geht da. Ich brauche langsam wieder die ganzen erweiterten Talentbäume, sonst ist das nicht mehr so schön. Ach, auf einmal! Wisst ihr noch beim letzten Mal? Ich habe mehrmals reingeklickt und damit ihr die ihr Talentings erlernt, das passiert einfach nicht. Und jetzt ist es passiert. Ich weiß auch warum. Sie hat es noch gar nicht gehabt, den Skill. Die hat sie jetzt erst gelernt mit Level Up und deswegen konnte er verbessert werden. Ah. So wird ein Schuh draus. Okay. Gambelt um euer Leben, Leute. Gambelt um euer Leben. Eine Vespa, ich habe Angst vor Vespa. Ich wollte was ganz anderes machen eigentlich.
Sammelitems, Kollektion. Die würde ich ganz gerne vollkriegen, bevor ich hier nicht mehr reinkomme. Zack. Fehlen noch zwei. Bum. Eta. Nichts Geiles bei euch. Aber ich hätte gerne das Item hier so. Sterbt! Kraschpau! Alle drei erwischt. Ah, zwei immerhin. Ich hab Chain Attack gehört. Machen wir. Ah, toll, nein. Und zack, 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 zack. Bist du denn, Ricky? Ganz, bist du unten oder? Jetzt auch oben drauf. Sah anders aus gerade, aber okay. Pow, pow, pow. Ah. Ja, nein, da war Baby ja nicht genommen. Also umso öfter du das machen kannst, umso schneller musst du logischerweise reagieren und noch so schneller muss ich reagieren, als jemand, der mit Verzögerung zu tun hat. Eklig. Das war halt nicht der supergeile Metal-Song irgendwie. Hab ich. Hüpf. Ach. Komm schon, Schulk. Geht doch. Putz. Reisepunkt. Er macht nur Stunk, der Reisepunkt. Eieiei, oha. Hier muss ich mich hochleveln, sonst ist das natürlich am Arsch. Wenn ich nicht bloß Level 50 mache, ist das ein Risiko. Aber ich probiere es trotzdem aus. Ich mache auf 51 kommen. Sei mal nicht so, ne? Nein, nicht du. Aber mein Team können trotzdem herausfordernd werden, weil wir wirklich gegen drei oder vier auf einmal kämpfen. Oder fünf. Und die alle einen hohen Level haben. Plus natürlich ein super Bösewicht. Bleibt spannend hier. Hallo, wie geht's euch so? Oh, ich hätte ihn. Mist. Das war dumm. Jetzt habe ich gesehen, na toll. Jetzt sind sie alle drin. Ah. Den Boss auf den Baum gehen können. Den einzeln nehmen können. Ah, ist egal. Ist egal. Machen wir trotzdem oder was? Eia. Zack. Ich bin mal so frei. Ich stehe ganz so wunderbar in der Reihe vor mir und. Haja! Oder auch nicht. Egal. Pau, 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 pau. Oh, geil. Der Schaden ist super mega awesome. Feuerschaden. Gegen viele Gegner jedenfalls. Super gut. Keine Verlängerung leider. Ja, muss ja auch nicht. Nur so hin. Helft mir mal auf, ich lieg auf dem Boden, das kann man wohl nicht loben. Ja, verdammt. Ist der abgehauen? Der haut gerade ab, was soll denn das? Ach, Manno. Ich wollte gerade meine Chain-Tag töten eigentlich. Sauerei. Na toll. Da wird sich Fake ja in den Hintern beißen, dass er nachher irgendwann mal sieht. Ricky ist so excited. Ich auch. Stirb. Komm hier. Ja. 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 Dunban, bester Man. Fetter Schaden. Double, 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 double Base. Fisch ihr nicht auch noch mit? Ja, sehr schön. So soll es sein. Hat er das getriggert oder nicht? Ich weiß nicht genau. Nein. Doppel-Nein. Lass ab von mir. Achso, hat er schon. Mein Fehler, guter Mann. Ich habe das Gefühl, es ist bis over. Nein, dann wenn. Ich habe das Gefühl, das Boss-Battle ist aber trotzdem ein bisschen fetziger als normalerweise. Hier bei den Mekon. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, genauso los wie immer, aber... Keine Ahnung. Aua, lass das.
dun, dun. Ein Arm leben. Geh mal weg bitte, geh mal weg bitte, geh mal weg bitte, geh mal weg bitte. Gott, jetzt aber. Shinytag XP-Bonus holen wir uns. Ja. Und es sind nur knapp 10.000. Da habe ich schon mehr gekriegt. Ich bin ein bisschen was erhofft, was mehr als das war, auf jeden Fall. Leider bloß Sachen, die ohne freie Sockelstechnik unterwegs sind. Sehr schade. Wobei, gar nicht, warte mal. Ich muss hier später reinkommen können, weil ich die Kunstfeder hier bekomme. Und die brauche ich auf jeden Fall, im Colony 6 weiter zu leveln. Das kann also eigentlich später gar nicht unzugänglich werden. Also hat doch keine Missable Quest da. Kommt mir gerade so in den Sinn. Ich glaube, ich habe gerade einen sehr guten Kristall bekommen. Aber, liebe Leute, ich sammle noch eben die ganzen Sachen hier ein. Und dann ist Schluss für heute. Ja, so sieht's aus. Weil Zeit ist, wie sie ist. Und die ist um. 3 Stunden waren es heute wieder. Sehr schöne 3 Stunden. Bis man es erreicht war. Also viele Quests, sehr, sehr viele Quests gemacht. Und ungefähr sind wir jetzt 10 Minuten weiter in der Handlung als letzte Woche noch. So, habe jetzt gesammelt, was ich brauche. Brauche ich noch mehr davon? Eins brauche ich noch. Vor allem brauche ich das ja auch noch ein paar Mal. Aber gut, das kriegen wir hin. Oh, Samira. Ach du Scheiße. Jetzt hast du noch 70 dunkle Seelen. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Und nochmal Prostfeuer. Ja, das war ja zu viel, Samira. So oder so. So ähnlich geht es mir auch oftmals bei dir. Ich fühle mit dir. Scheiße. Liebe Leute, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schönen Restsonntag. Ja, nicht traurig sein, Samira. Nicht traurig sein. Es kommt alles wieder rein irgendwann. Sag Fake Arnold Bescheid. Da schenkt ihr mir ein paar Punkte irgendwann. Auf jeden Fall. Da bin ich völlig sicher. Ach so, der Tätum. Hä, wieso schon noch 70 oben? Und was stimmt da bei der Anzeige nicht? Nun ja. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche einen schönen Start. Hä? Ach, ich glaube, der Gamble-Befehl selbst kostet bereits 10 dunkle Seelen. Das ist, glaube ich, der Haken, Samira. Ich glaube, den habe ich auch nicht ganz umsonst gemacht. Das ist das Problem. Müsste aber eigentlich da stehen, wenn man es auswählt. Oder? Nee, Quatsch, das ist ja kein Kanalpunkt. Das ist ja ein Stream-Elements-Punkt. Egal. Ich wünsche trotzdem einen schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Toll, dass ihr da wart. Immer ein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.